Hallo und herzlich willkommen beim Mann im Wald. Das bin übrigens ich. Also nur damit ihr wisst, warum mein Kanal so heißt. Das gleich mal vorneweg. Mir ist nichts Besseres eingefallen und ich wollte mich nicht Survival Ben nennen. Und Waldwissen, TV oder ähnliches, ging nicht, weil es schon waldwissen.de gibt und ich will denen einfach den Namen nicht klauen, auch wenn der unglaublich cool ist und ich den gerne gehabt hätte. Mein Name ist Ben Tüxen. Ich bin Master of Science in Forst- und Holzwissenschaften. Wenn ihr schon mal irgendeins meiner Videos gesehen habt und euch gefragt, was labert der da so viel? Woher weiß der das? Was ist das für ein komischer Kauz und warum hat er einen Hut auf? Der Hut bewahrt quasi mein forstliches Wissen davor. Und das Hutband hier fehlt übrigens gerade. Das ist normalerweise immer dran. Bewahrt mein forstliches Wissen davor, unkontrolliert in den Wald zu entweichen und allen Leuten auf den Keks zu gehen, die das überhaupt nicht interessiert. Und daher erzähle ich es allen Leuten auf YouTube, die da mich freiwillig angucken können und die es dann wahrscheinlich deswegen auch interessiert. Und dementsprechend bin ich jetzt hier. Ich bin nicht der beste Forstwissenschaftler auf YouTube, aber der einzige. Demzufolge habt ihr, wenn ihr detailliertes Waldwissen haben wollt, mit Dingen, die euch hier sonst keiner erzählen kann oder will, dann seid ihr bei mir richtig. Wenn ihr hingegen irgendwelche YouTube-typischen 4-Minuten-Blödsinns-Videos oder irgendwelche Kurzfakten, die einem nicht viel sagen, weil die Hintergründe fehlen, sondern die sagen nur Buchenholz brennt gut, bam! Fakt Nummer 1, Fakt Nummer 2, Fichtenholz ist vergleichsweise leicht, aber dabei trotzdem stabil, bam! Fakt Nummer 2, sowas mache ich nicht. Was ich mache, ist wirklich in aller Ausführlichkeit erklären, das und das ist so und warum. Weil ich bin der festen Überzeugung, wenn ihr die Hintergründe zu den ganzen Vorgängen im Wald dann irgendwann mal, weil ihr all meine Videos seit 5 Jahren geguckt habt, auf einem Level versteht, wie ich das tue, sorry, ist bald angegeben, dann seid ihr auch in der Lage, den Wald einfach mit anderen Augen zu sehen und hier Dinge zu entdecken, die euch sonst nicht auffallen würden. Und solange ihr das noch nicht hinkriegt, werde ich euch diese jeweiligen einzelnen Dinge zeigen und eben erklären, warum das so ist. Und ab einem gewissen Punkt, wenn ihr dann genug über die Zusammenhänge in der Natur und im Wald wisst, kriegt ihr dann irgendwann so ein Gespür für das Ökosystem als Ganzes. Weil alles, was ihr hier im Hintergrund um mich herum sehen könnt, hängt in irgendeiner Form miteinander zusammen. Da gibt es bei allem irgendwelche Rückkopplungen. Die Ökologie ist ein unglaublich kompliziertes Wissenschaftsgebiet. Und alles hat mit allem, jedes Leben im Wald oder in sonstigen Naturräumen, aber hier geht es jetzt nun mal primär um den Wald, hat mit den ganzen anderen Vorgängen, die aus der Atmosphäre einwirken, die aus dem Boden einwirken. Der Boden, auf dem der Wald steht, an sich ist auch elementar wichtig. Die Region, das großräumige Klima und all sowas spielt eine enorme Rolle im Wald. Und da wir eben nun mal in einer Zivilisation leben und überall jede Menge Menschen rumrennen, spielt auch das eine große, große Rolle, auch auf die Ökologie, also die Wirtschaft, die hier im Wald grundsätzlich auf aktuell noch, ich glaube, 93% der Fläche stattfindet, spielt natürlich auch eine enorm wichtige Rolle und die muss auch stattfinden, weil wir ohne Holz auch aufgeschmissen sind, beziehungsweise es viele, viele Faktoren gibt, weshalb Forstwirtschaft auch extrem wichtig ist. Allein als Wirtschaftsfaktor, weil ganz die Wirtschaft abschaffen, ich denke gelegentlich drüber nach, dass das eigentlich eine gute Idee wäre. Aber so ohne weiteres ist das halt nicht möglich, bleiben wir realistisch. Und dann doch lieber eine nachhaltige Wirtschaft, womit wir beim Leitbild der Forstwissenschaft wären, nachhaltiges Wirtschaften. Nämlich so, dass alle Generationen nach uns ebenfalls die gleiche Menge Holz entnehmen können, wie wir das jetzt tun, und unendlich, damit quasi unendlich Holz geliefert werden kann, solange man eben die Menge, die man pro Zeiteinheit entnimmt, nicht über das Level steigen lässt, was in der gleichen Zeit der Wald, die Natur nachliefern kann. Und dieser Gedanke, nur das zu entnehmen, was die Natur in der gleichen Zeit auch wieder nachliefern kann, was nachwächst, nachwachsende Rohstoffe, das ist eben das,
das, was im modernen Leben und im modernen Wirtschaftsleben in fast allen anderen Wirtschaftszweigen, abgesehen vom Wald, nicht funktioniert. Und was da aber dringend notwendig wäre. Gucken wir uns vor allen Dingen mal die Landwirtschaft an, was da für ein Raubbau an der Natur betrieben wird bei konventioneller Landwirtschaft. Ich meine jetzt nicht unbedingt den kleinen Biohof um die Ecke, sondern wirklich diese großen Industriefarmen, wie es zum Beispiel in Amerika gibt. Haben wir in Deutschland jetzt auch nicht so sehr, aber guckt euch irgendein anderes großes Land an, da werdet ihr sowas finden. Das ist ein großes Problem global. Meiner Meinung nach heißt die Lösung tatsächlich, auch wenn der Begriff überstrapaziert ist und in den Medien und in vielen Wirtschaftsbereichen jetzt von Nachhaltigkeit die Rede ist und dass sie da eingeführt werden will. Nichtsdestotrotz ist das meiner Meinung nach die einzige Lösung, und zwar für alle globalen Probleme letztendlich, weil wenn uns die natürlichen Ressourcen irgendwann alle gehen, auf denen alles beruht, dann ist alles am Arsch. Also ohne was zu essen, wird schwierig mit YouTube und Zocken und was man sonst noch so tut im normalen Leben, irgendwelche Business-Geschichten und Ähnliches. Wird alles schwierig, wenn einem die natürlichen Lebensgrundlagen irgendwann flöten gehen. Auch so Kleinigkeiten wie Sauerstoff oder so, nicht so wichtig. Ja, das ist so die Philosophie dahinter, weshalb ich das tue. Mein persönlicher Auftrag sozusagen ist für mich, euch zu erzählen, wie funktioniert der Wald, wie kriegt man Wirtschaft und Natur einigermaßen in Einklang. Und das mache ich auf eine so ausführliche und detaillierte Weise, dass es kein Video gibt, in dem ich das einfach einmal kurz in 10 Minuten erkläre. Das könnte ich theoretisch auch mal versuchen. Aber das ist mir dann nicht detailliert genug, sondern ich will, dass ihr das quasi selber begreift, indem ihr viele kleine Stückchen vom Puzzle zu hören bekommt, wenn ihr euch dann das entsprechende Zeug anguckt und eben lernt, warum das unbedingt notwendig ist für das weitere Existieren von uns auf diesem Planeten. Der Planet existiert ohne uns auch ganz hervorragend, also das ist nicht das Problem. Oder, das ist also die eine Sache, und die andere Sache ist, wenn ihr ein umfassendes Wissen über den Wald habt und die Zusammenhänge, die hier stattfinden, dann könnt ihr euch die ganzen Survival-Techniken, die man euch auch ohne Kommentar natürlich einfach so hinschmeißen kann, da friss, merken, anwenden. Bumm. Einfach anwenden. Wenn du Survival-Situation bist und dir jemand sagt, du bist jetzt Survival-Situation, wende Technik 1 bis 5 an, dann machst du das halt eben so. Funktioniert auch, ohne jeden Zweifel. Aber das will ich nicht. Ich will, dass ihr dann so viel Hintergrundwissen habt, dass ihr quasi eigene Survival-Techniken euch auch wirklich überlegen könnt. Weil ihr euch so gut auskennt im Wald, dass das alles ganz selbstverständlich ist. Und natürlich macht man das so. Und man braucht da keinen Drill-Instructor oder irgendwie sonst wen, der einen hier, Drill-Instructor ist in diesem Fall ein guter Begriff, den Bow-Drill, Feuerbohren, entsprechend mit der Holzhammer-Methode beibringt. Ein Holzhammer wäre eigentlich im Wald gar nicht mal so. Das ist so die Idee, die jetzt hinter meinem Kanal inzwischen steht. Das habe ich mir jetzt auch im Laufe der letzten Zeit so ausgedacht, quasi, wo ich eigentlich letztendlich irgendwann mal hin will. Natürlich ist das ein ganz weiter Weg. Und das Ziel ist eigentlich auch noch gar nicht so sehr zu erkennen, gebe ich ja zu, wenn man sich so die meisten Videos anschaut. Aber wenn ihr so ganz immer so zwischen den Zeilen lest und euch wirklich alles anguckt, dann erkennt ihr es vielleicht. Insbesondere dadurch, dass ich es euch jetzt gesagt habe. Und wartet mal noch ein Jahr. Mein Kanal ist jetzt ein Jahr alt. Dann werdet ihr wahrscheinlich noch besser erkennen, wo es hingeht. Das ist jedenfalls der Plan. Sozusagen will ich mit eurer Unterstützung die Welt retten. Macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend und viel Spaß beim meine ewig langen Videos gucken. Ich hoffe, das ist einigermaßen ein Vergnügen, und wenn nicht, dann tut's euch einfach nicht an, dann sind wir beide glücklich, weil ich will keine unzufriedenen Zuschauer und ihr wollt keine Lebenszeit verschwenden. Damit sind wir uns dann einig, und ich freue mich auch übrigens sehr über Daumen nach oben, auch wenn ich das in den einzelnen Videos nie dazu sage, und Kommentare sind natürlich klasse. Freut mich auch immer enorm. Auch kritische. Besonders die eigentlich. Naja, Lob ist natürlich auch toll. Aber jetzt, macht's gut. Ich wünsche euch, wie gesagt, einen schönen Abend und viel Spaß. Und wir sehen uns im nächsten Video, das ihr anklickt.